Nachhaltigkeit ist für Winzer und Obstbauern kein Modewort, sondern ein echtes Anliegen. Viele entscheiden sich deshalb ganz bewusst wieder für Pfähle aus Holz. Die hervorragende CO2-Bilanz, die gute Verfügbarkeit, die kurzen Transportwege und das einfache Handling machen den nachwachsenden Rohstoff besonders attraktiv. Aber wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Machen holzzerstörende Pilze und Insekten dem Holz nicht schnell zu schaffen? Nein, denn Pfähle aus Holz können durchaus 20 Jahre und länger halten. Dafür müssen sie jedoch richtig imprägniert sein. Das Geheimnis der starken Pfähle. Erstens, das geeignete Rohmaterial. Gut getrocknetes, einheimisches Nadelholz. Doch erst wenn die Holzfeuchte unter 35% liegt, ist der Pfahl tränkreif und kann imprägniert werden. Die zweite Voraussetzung für die lange Haltbarkeit ist die Anwendung eines geeigneten Imprägnierverfahrens. Beste Imprägnierqualität bietet das Kessel-Vakuum-Druckverfahren oder einfach die Kesseldruckimprägnierung. Dabei werden die getrockneten Pfähle in große Imprägnierzylinder gefahren, die anschließend luftdicht verschlossen werden. Zunächst wird die Luft per Vakuum aus den Holzzellen entfernt, bevor die Holzschutzmittellösung unter hohem Druck ins Holz gepresst wird. Wichtig ist ein optimaler Imprägnierprozess. Nur so kann das Holzschutzmittel bis zum Kernholz in den Pfahl eindringen und den Pfahl dauerhaft schützen. Die dritte Voraussetzung für starke und langlebige Pfähle liegt in der Verwendung eines zuverlässig wirksamen Holzschutzmittels, wie Corasit KS2. Es wurde speziell für die professionelle Kesseldruckimprägnierung entwickelt und schützt Holz seit 20 Jahren nachweislich erfolgreich mit unveränderter Wirkstoffzusammensetzung. Das beweisen Millionen von imprägnierten Rundhölzern, die europaweit im Obst- und Weinbau im Einsatz sind. Dazu kommen ungezählte Hopfenstangen sowie Masten in anspruchsvollen Bereichen der Telekommunikation und Energieversorgung. Robuste Haltbarkeit, die sich auf Freilandversuchsfeldern überall in Europa bestätigt. Die starke Schutzwirkung von Corasit KS2 vor Pilzen und Insekten beruht auf einem hohen Wirkstoffanteil von über 20% und der besonderen Rezeptur aus zwei Wirkstoffen im Verhältnis 1:1. Neben Kupfer, das sich seit mehr als 100 Jahren als Wirkstoff bewährt hat, enthält Corasit KS2 eine quaternäre Ammoniumverbindung als Kobiozid. Durch sie ist der Pfahl auch vor Angriffen durch kupfertolerante Pilze und Termiten zuverlässig geschützt. Ein weiterer Pluspunkt ist für den Schutz des Bodens und der Umwelt von großer Bedeutung. Corasit KS2 enthält keine mobilen Komponenten. Das heißt, alle Wirkstoffe bleiben im Holz und werden nicht ausgewaschen. So zeigt eine Imprägnierung mit Corasit KS2, wie sich nicht nur die strengen EU-Richtlinien erfüllen lassen, sondern auch die hohen Anforderungen der Winzer und Obstbauern an Holzpfähle. Auf diese Weise kann geschütztes Holz überall dort punkten, wo nachhaltiges Wirtschaften gefragt ist. Durch seine hervorragende Ökobilanz und mit Standzeiten von bis zu 20 Jahren und mehr. Corasit KS2. Cora, wir machen Holz stark.